Nach dem 7:3-Erfolg gegen den SV Kurslack Neuengamme testet Jordan Brown mit dem FC Eintracht Norderstedt erneut im Edmund-Plambeck-Stadion gegen einen Oberligisten. Der Greifswalder FC aus der NOFV Oberliga Nord ist zu Gast und hat sich durchaus beweisen können bis dahin. Das letzte Testspiel spielte man gegen den Regionalligisten Optik Rathenow mit 2:2, also eine gute Mannschaft, um sich zu testen. Die Gastgeber in Rot von links nach rechts mit Müller. Guter Laufweg, verfälscht ab, Eigentor, 1:0 für Eintracht Norderstedt nach bereits 2 Minuten. Und Williams weiß, er hat Schwein gehabt, kommt nämlich nicht mehr an den Ball ran. Daher die Aktion des Rechtsverteidigers so unglücklich, weil keine Not besteht. So platziert er den perfekt, keine Chance für Schneider im Tor. Das Team von Jens Martin weiterhin dominant. Klasse Ball für Brown zum zweiten Jordan Brown. Aber auch der geht am Tor vorbei. Dominante Vorstellung des Regionalligisten bis hierhin. Jetzt mal der Versuch über die Verlagerung. Janis Fahr testet Rakocevic, der Torwart reagiert gut. Dann zweite Halbzeit, Eckball Norderstedt und Behunek. Unfassbar sehenswert, Jonas Behunek mit dem 2:0, kurz nach der Pause, 53 Minuten gespielt. Unfassbar cooles Tor vom Neuzugang von Rot-Weiß Essen. Norderstedt drückt auf das dritte Tor, Brown auf Müller, Riesengelegenheit, aber super Parade vom Keeper. Und da ärgert er sich, hat dabei gar nicht so viel falsch gemacht, Philipp Müller. Norderstedt jetzt weiterhin dran an dem dritten Treffer. Igwe, jetzt passt es, Michael Igwe, das 3:0 nach 77 Minuten. Der 18-jährige Neuzugang aus der U19 vom ETV geschickt durch die Beine und damit auch zum Endstand. Jens Martens und der FC Eintracht Norderstedt gewinnen mit 3:0 gegen den Greifswalder FC. Am Ende ein verdientes Resultat. Es gilt trotzdem noch einiges zu verbessern. Jens Martens bei Frederik Wöhl. Ja, wir werden sicherlich noch an Standardsituationen arbeiten, weiter am Defensivverhalten und wie gesagt, Offensive mit dem, was wir dort aufbieten können, sind wir immer gefährlich und da machen wir unsere Tore. Die werden sie brauchen, denn in einer Woche beginnt die erste Runde des Pokals. Gegner heißt Niendorfer TSV.